Feurio zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shellshock zusammen mit Basti. Hallo. Team Baba wieder gegen den Rest der Welt. Baluja. Ich hab was los? Nee, ich hab eigentlich gute Waffen. Aber? Aber eigentlich auch nicht. Oh mein Gott. Was ist denn das? Er eskaliert halt vollkommen. Macht einen 100er Crit. Okay. Ja, dein Schild ist dann schon mal Geschichte, würde ich sagen. Naja. Aber der Typ ist auch gleich Geschichte. Toll. Wie soll ich denn da jetzt hinschießen, du Knalltüte? Das schaffst du schon. Ich glaube an dich. Ah, viel ein bisschen. Mann! Ja, wie hoch hüpfen die Dinger? Okay, pass. Nein. Was war das, Baloo? Nicht das, was es sollte, auf jeden Fall. Ey, nee, ich bin so gut wie down. Er macht einfach einen 100er Crit, gib's dir. Der war gut. Also, Luck, aber ja. Der hat wahrscheinlich voll auf Crit und voll auf... Oh Mann. Und... Ja, da habe ich Glück. Okay, gut. Ich weiß gar nicht, wie ich mich so vertun konnte. Probier mal die Waffe aus. Der sollte doch jetzt hinten treffen eigentlich. Oh nee. Ja, ein bisschen was. Ach Gott, Mann. Basti, nur weil das jetzt nicht deine Aufnahme ist, kannst du ruhig ein bisschen besser spielen. Ja. Verdammt. Du hast doch wieder Schild gekriegt, stell dich nicht so an. Ja, war mein Leben. Ah, er geht aber nicht auf dich, also. Oh Gott. Und der geht auch nicht auf dich. Der geht sogar hier auf sein Teammate. Oh, Mann. Das war gut. Also, für okay, uns. Warte mal. So, hol dir das Päckchen da vielleicht. Ja, so close kann er sich gerne am Klo abholen. Ich weiß aber nicht, ob ich treffe. Oh! Jumper und Teleporter. Schlecht, ey. Oh, cool. Oh Mann. Das hat nicht wirklich nur 10 Schaden gemacht. Wie kann man denn nur so viel Pech haben? Mann! Feurio, ey, Feurio. Vielleicht sollten wir uns wieder auf einen konzentrieren, Basti. Ich glaube, diese Split-Taktik, die wir gerade fahren, ist nicht unbedingt positiv. Ja, ich muss auf ihn gehen. Ja, dann gehe ich jetzt mit dir auf den. Das macht ja so keinen Sinn. Mach einen Big Balga. Mhm. Big Balga baller ich rein. Ist okay. Und du? Eine Snake. Wenn ich mich endlich auf den Radius entschieden habe. Aber der geht voll gut. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Ein bisschen ausprobieren, ein bisschen ausmessen. Das war nice. Aber ich bin mit meinem Leben halt nicht zufrieden. Kann ich durchaus nachvollziehen. Das Gute ist, dass der Typ hinten einfach nichts trifft. Der taugt nichts, gell? Naja. Die Sache. Ich mache einen Sinkhole auf den Short-Him. Das trifft. Ich mach die Double Bounder auf ihn. Ja, das trifft ja auch safe. Jawohl, 32er Crit und. Wie viel Schaden hast du gemacht? 36 nur. Er hat sich geheilt. So, was habe ich denn da? Was habe ich denn da, was als nächstes kriegt? Was macht der Flasher, Basti? Wie gut ist der? Hä, den kenne ich nicht. Und der Penetrator? Penetrator ist irgendwie doof. Will denn der wieder mit seiner Schrapp. Yo, er ist gelöst. Oh, er hat sich so geschämt. Wow. Oh, Mann. Okay, das ist so. So, hier, peinlich. Das ist jetzt der Flasher. Ich zeige ihn dir mal. So, ich treffe den jetzt auf jeden Fall safe mit der Ghost Bomb.
Ja, die ist ja. Ah, doch, Flasher ist, glaube ich, das, was so sprudelt. Genau, ah ja, das Ding, genau. Jetzt kann er nicht mehr rausschießen, der arme. Oh, oh, doch kann er. Na gut, der kann einfach rausfahren. Wie er einfach verlassen hat. Ja, nachdem er zweimal seinen Teammate angegriffen hat, wäre ich dann vielleicht auch irgendwo gegangen. Nee. Nee. Au. Egal. Warte, ich gehe jetzt volle Kanne auf ihn. Er hat noch 57 Leben. Ich habe. Tötet, du hast 52. Ja. Ich habe einen Witches Broom, also gewonnen haben wir safe. Guck. Mal gucken, ob ich ihn noch getroffen hätte mit meiner Berechnung. Jo, ja, wäre voll aufgegangen. Schade. Nice GG, erste Runde. Sehr gut. Den einen zerberstet. Ja, und der andere ist wieder abgehauen. Das ist irgendwie genau, genau wie bei dir in deiner Runde. Deswegen, Leute, wenn ihr noch eine coole Folge bei Basti sehen wollt, unbedingt vorbeigucken. Der Petekorn, der ist neu. Den können wir drin lassen. Den Short-Tim baller ich raus. Ja, ja. Schockshell geunlockt. Neue Waffe. Sehr cool. Jetzt ist das die. Mhm. Leider ja. Und noch ein Level Up. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Den Bouncy Ball. Mach mal, da wartet einer. Ich kann nicht. Ich kriege die ganze Zeit Sachen freigeschaltet. Ja, du kannst doch vorspulen. Nee, ist ja schon, aber so Waffen freischalten dauert trotzdem seine Zeit. Okay. Gut, okay. Dann können wir jetzt ready machen. Petekron und 11346 schießt mich tot. Der Petekron hat 1500 im Rating, ne? Der ist richtig übelst gut. Also, fahr mal schön weg. Näher ran, meine ich. Nicht so nah an mich ran. Oh, der holt sich Double Damage. Ja, wow. Nee, also, ich gehe mit dem... Wir müssen den fokussieren, den Petekron. Auf jeden Fall safe, egal was ist. Bin ich auch dafür. Mal gucken, ob wir den überhaupt fertig machen. Weil der hat so ein hohes Ranking. Nee, wie heißt das? Elo. Ja, Elo. Okay, dann ein bisschen verkackt. Aber also geht so. So, was wollte ich einsetzen? Pass auf. Oh, Balu, ich könnte auf den anderen. Nein, ich gehe nicht so nachher. Ich wollte Schrapnell machen. Okay. Dann mache ich das so. Mich trifft die Schrapnell. Oh nein, es gibt alles Double Damage. Oh. Nein, das trifft den falschen. Durch den hinteren. Nein, das trifft gar nichts. Scheiße. Warum hüpft das denn, diese Kacke? Hä? Wow. Weiß man doch. Wow. Aber ich hätte ihn besser erwischen können. Verdammt. Ich hab zum Glück den Double Damage gekriegt. Oh nein. Der gibt mir jetzt volle Kanne wahrscheinlich. Na mal gucken. Er kann ja auch nur normale Waffen benutzen, wie du auch hast. Ja, aber ja, da hat bessere Waffen, denke ich mal. Ja, aber nicht. Ja, vielleicht. Ja, mit Level 86 wohl schon so die ein oder andere. Aber es können nicht unendlich viele sein. Lol. Alter! Mann! 60 Damage. Hier weg. Geh da jetzt zwischen rein. Bitte, funktioniere. Auf wen schießt du? Warum schießt du den? Achso, du schießt das. Ja, was soll ich denn dann schießen, wenn du da mittendrin stehst, du Idiot? Hä, du triffst ihn doch. Alter! Warum stellst du dich da rein? Ich verstehe das nicht. Damit nicht beide auf mich gehen. Ja, logisch. Ja, aber dann spricht das doch vorher ab. Hä? Das ist so risky. Na geil. Vor allem setzen die beiden die da ein. Wir haben gesagt, wir gehen beide auf den Petekron. Du geh mich retten. Tust nichts anderes als da rein, dich zu jumpen. Ich muss auf den anderen gehen. Mach das, ist okay. Ich hab ein Schwert. Ja, mach das, macht ja genug, also macht ja viel Schaden. Ich weiß nur nicht, ob ich den alleine down kriege, wenn du jetzt gleich weg bist. Aber gut, ist halt so. Ist nicht so geil getroffen.
Nee. Er hat auch ein Schwert. Tschüss, Basti. War schön mit dir. Oder? Überlebst du nicht? Ne, überlebst du nicht. Ah ja, überlebe ich's nicht. Das war von vornherein klar, weil ich vorne schon. Sechster Crit. Wow, ist das schlecht jetzt. Na egal. Also theoretisch könnte ich den hinten treffen. Ich versuch's zumindest. Ich habe ja nicht so viele coole Sachen. Ich habe voll die scheiß Waffen diesmal. Der Jammer, der verteilt sich zu sehr, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Kann's auch nicht ändern. Wenigstens mit Double Damage. Der da hinten ist auch kein Problem. Ja, doch, er kann rausfahren. Was kann ich nur? Ich hab echt voll die scheiß Waffen. Richtig scheiße. Mann. Wenn ich was Besseres hätte, wäre es ja wenigstens cool, aber so. Das, ja. Wäre cool, ne? Das habe ich auch. Aber das Ding. Einer ist Level 46, der andere ist Level 86. Kann ich auch. So. Aber es macht halt einfach keinen Schaden, das Zeug. Ist halt leider so. Ich. Alles scheiße. Also wirklich alles scheiße. Ja. Ich hoffe, das trifft dich selber, Gisela. Ja, der Bounder. Oh, kommt schon, Leute. Hier, nehmt die Monde und geht euch verbuddeln. Lol. Hast du selbst Schaden gemacht? Ja, aber nur minimal. Ja, jetzt eine Granate rein. Wenn er hat. Wenn er hat. Aber irgendwas will er haben. Na, oh. Sticky Bomb. Oh ja, so. Oh, oh. Ja. Wow, wow. Oh, das war's, Valorant. Oh, GG. Yo. Ich hab gesagt, der Typ ist gut. Und du rennst halt einfach voll in ihn rein. Egal. Leute, das war's mit der Folge. Wir wurden erklärt, voll auseinandergenommen. Warum? Ja, aber hätten wir besser anders gemacht. Ist egal. Denke ich zumindest. Weiß nicht, ob das was gebracht hat. Hätte. Also, Leute, das war's. Guckt bei Basti vorbei. Da gibt's dann bald irgendwann die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Und bleibt schön feurig. Ciao. Ciao.